Lust. Ja, noch ein paar Worte zu dieser Aktion morgen. Wir haben hier raus anlassen, lassen laufen, warm laufen. Dann, ja, Heuho. Abmähen. Problematik ist Ameisenhäufen und Scherhäufen, die man mit dem Messer verschnitt. Und ja, dass man so einen erhöhten Messerverschleiß hat. Also vergrauen und wegmachen ist ein Mordsbild. Irgendwie wird jeder Tierli auch noch etwas oben anleben. Von dem her, ja, ich hoffe, dass ich den Kleinen wieder mal aufbaue. Und, weiter geht's, das Leben. Die Zonen am Weg, habe ich bewusst stehen. Das ist sozusagen meine Zone, wo ich Tiere und Pflanzen hier herumgebe. Das ganze Jahr. Selten bis nie. Oder vielleicht manchmal noch ganz spät im Herbst. Aber grundsätzlich finde ich, die Tiere brauchen auch höchstes Gras, das sie können fliegen. Darum habe ich hier einen Teil unter der Hütte. Eher selten. Meistens nur so einen Meter. Zu ringsherum. Mit dem Fadenmeier, dass der Wald der bleibt, wo er hergehört und nicht alles überwuchert. Brombeere und die Haselstuten sind da sehr effizient. Die Woche rennt ein paar Jahre die Grasfläche zu, als wenn man nicht eingreift. Oder, es gibt natürliche Mechanismen. Heute können wir Premiere beiwohnen. Ich habe letztes Jahr einen Kerl gekauft. Normalerweise habe ich eigentlich nur Strom in den Batterien. Und, Wasserkocher zu betreiben oder irgendwelche Reinigungsgeräte, Pumpen, Leckpumpen etc. zu betreiben. Heute war ich übermütig und habe hier das Kaffeewasser mit dem Elektrokocher gemacht. Nach dem Motto, man hätte den Strom auf dem Dach. Ja, das hat sich jetzt gerecht. Jetzt habe ich die Kärcher mit dem Kärcher nicht ganz fertig putzen können. Darum ja, trinken wir jetzt das Kaffee. Die Sonne auf das Dach scheinen. Aktuell habe ich etwa 1,4 Ampere, was mir die Batterien wieder lässt. Und ja, für 8:30 Uhr kann ich dann mal ein bisschen aufräumen. Und putze dann zum Schluss noch den Rest. Meine
ist die auch die Kamera, die ich bestellt habe. Als ich nicht kam, bin ich momentan mit dem alten Handy im Filmen. So ein einfaches Stativ, drei Beine, mit einem Umzug, auf einen Filmklappe montiert. Und ja, das hat wieder daheim gekommen, das ist gut geworden. Ich bin nicht sicher, ob man es gut sieht. Aktuell, bei diesem nebligen Wetter, habe ich 14 Watt. Leistung heisst 34 Volt springend. Und das ergibt 0,4 Ampere. Heisst, dann umgerechnet, umgewandelt, 1,2, 1,1 Ampere Strom. Aktuell in die Batterien fließt. Vorher ist mein System ein bisschen zusammengefallen. Jetzt kann ich es wahrscheinlich schon wieder starten für 22 Minuten. Könnte aber sein, dass es dann zusammengefallen ist.